Aber ich wollte doch... Egal. Da ist der Vaders Attentäter. Oder so. Willkommen in der Ahnenschlucht. In der Bananenschlucht. Seit Urzeiten ein Ort der Opferung. Opferung? Ja, dann kann ich dich ja opfern. Bereit, dem Schicksal zu begegnen? Guck mal, ein halbnacktes Bein. Und dann fährt sie auch noch ihr langes Schwert aus. Oh nee. Ergib dich, Attentäter. Willst du so deine Gabe einsetzen? Ja. Wir sind zu stark für dich, Kind. Eigentlich nicht, aber egal. Hallo? Leck? Weshalb bist du hier, Sith? Das frage ich mich auch. Es war ein sehr spannender Kampf. Es geht noch weiter. Oh, ich hasse es. Oh nein, ich hasse es. Das Geile ist ja, ich kann hier immer schön noch wieder Energie rausholen. Wenn man mich mal lassen würde. Die dunkle Seite wird dir an diesem Ort nicht helfen, Kind. Weg mit euch bitte jetzt mal. Ha, ich hasse es. Du kannst uns nicht alle aufhalten, Sith. Jetzt komm hier einmal stechen. Verlasse diesen Ort. Meine Freunde werden deiner Zerstörungslust ein Ende bereiten. Das ist total unfair, wenn man sich nicht bewegen kann und das Spiel leckt wie sonst was. Wenn ich jetzt nochmal komplett von vorne anfangen muss, dann bin ich... Okay, das finde ich okay. Ja, wie wär's, wenn ich mich bewegen kann? Weshalb bist du hier, Sith? Die dunkle Seite wird dir an diesem Ort nicht helfen, Kind. Du kannst uns nicht alle aufhalten, Sith. Verlasse diesen Ort. So, erstmal wieder ein bisschen Leben scheppeln. Wo ist die Alte hin? Guck mal, die Alte fliegt. Ah, jetzt kommt wieder der Finisher. Das war's noch nicht.
Nochmal leer. Ja, ein bisschen schwer, wenn Ton ein bisschen vorgeht. Da habe ich sie doch jetzt durch meinen Durchstech... Naja, durch das Durchstechen besiegt. Das ist immer lustig, wenn die am Boden liegen und dann man immer mit dem Laserschwert raufsticht. Dann verlieren die nämlich sowas von viel Leben. Das geht gar nicht. Und sie ist tot. Naja, fast. Du bist Vaders Sklave. Du verschwendest deine Kraft an ihm. Nö. Du könntest so viel mehr sein. Könnte. Überzeugt mich nicht, meinen Meister zu verraten. Armer Junge. Ach, Sith verraten sich immer gegenseitig. Ja, ich töte irgendwann. Aber das Purpose wirst du bald erfahren. Neutronenbombe gezündet. Badem. Cool, wir haben die Machtpunkte erreicht, zwei Holocrons haben gefehlt und wir haben vier Renkors zerstört. Tja, okay, dann setzen wir einfach mal fort. Meine Mission ist erfüllt, Meister. Dann bist du bereit, dich mit mir dem Imperator zu widersetzen. Komm auf mein Schiff. Endlich werden wir die Galaxis beherrschen. Es scheint, sie werden bald ihre primäre Programmierung erfüllen, Master. Ja. Endlich. Die Flotte des Imperators ist angekommen. Ihr habt den Imperator hergelockt. Wann geht es los? Ich habe ihn nicht gerufen. Seine Spione haben dich verfolgt. Das war ein alter Mann. Womit kann ich euch zu Diensten sein, mein Gebieter? Ich hoffe, man hört mich. Ihr vergesst wohl euren Platz, Lord Vader. Diesen Jungen als Schüler zu nehmen, kommt einem Verrat gleich. Also vernichtet ihn. Oder ich zerstöre euch beide. Meister! Wir besiegen ihn zusammen! Tut es jetzt, Lord Vader. Streckt ihn nieder und beweist damit eure Loyalität. Tja, da wurden wir einfach mal von Darth Vader verraten. Tiet, andocken. Das ist so eine polnische Raumsonde. Er kommt jetzt wieder zu sich. Lasst ihn festgebunden. Yes, Sir. Yes, Sir. Ganz ehrlich, ich hoffe, man hört mich auch noch. Der Imperator wollte dich tot sehen. Ich habe deinen Körper geborgen und hergebracht. Zur Rekonstruktion.
Warum? Der Imperator musste glauben, dass du tot bist. Jetzt kannst du dich rächen und deine Bestimmung erfüllen. Rache. Todesblick. Was wünscht ihr? Mehr Morphium. Mein Meister. Die Spione des Imperators überwachen jeden meiner Schritte. Wir brauchen eine Ablenkung. Was für eine Ablenkung? Ein Attentat? Eine einzelne Tat weckt seine Aufmerksamkeit nicht. Stelle eine Armee gegen den Imperator auf. Eine Armee? Ja, eine Allianz von Rebellen und Abtrünnigen. Wenn sie den Imperator und seine Spione abgelenkt haben, schlagen wir zu. Wo fange ich an? Du hast dein Schicksal jetzt selbst in der Hand. Trenne dich von deiner Vergangenheit. Niemand darf wissen, dass du mir dienst. Geh jetzt. Und denk daran, dass die dunkle Seite immer bei dir ist. Roxy? Ah, Master. Ich bin erfreut, dass Sie doch nicht tot sind. Ich hatte schon gefürchtet, dass ich Sie nie vernichten könnte. Du bekommst deine Chance bestimmt, wenn wir hier weg sind. Ja, aber bis dahin soll ich alles tun, was ich kann, um Ihnen beim Untertauchen zu helfen. Soll ich die Rogue Shadow startklar machen? Ja, mach du das nur. Wir treffen uns dort. Tja, da wurden wir einfach mal eiskalt von Darth Vader verraten. Wobei, Master, eigentlich hat er uns doch nicht verraten. Wo ist Juno? Ah ja, die Pilotin. Ich glaube, sie ist noch an Bord. In einer Zelle. Aber ich drücke hier einfach mal Escape, weil das widmen wir uns nächstes Mal bei der nächsten Aufnahme. Ich hoffe, die kommt bald. Aber sonst erstmal, ich hoffe, man hört mich gut, weil ich hatte ein paar Mikrofonumstellungen und ich hoffe, es rauscht nicht und ich hoffe, das leckt nicht allzu sehr. Also tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Philipp Fitz in Peace bei Let's Play Star Wars The Force Unleashed mit mir und Starkiller. Ciao.